Am letzten Wochenende, am 17. und 18. September, war hier in Heidelberg der Trailmarathon. Und diesmal gab es auch ein Event für Mountainbiker, das hat sich Heidelberg Xtreme genannt, XTRM. Und da wollte ich mir die Strecke heute mal anschauen, weil ich online nur die Strecke an sich gefunden habe, aber nicht irgendwelche Fotos von den ganzen Sachen. Wobei man dazu sagen muss, weil es im Rahmen des Marathons war, ist es halt auch eher ein Marathonrennen, das heißt eher Bergaufrennen. Anscheinend gibt es auch ein paar Schiebepassagen, Tagepassagen. Ja, schauen wir mal, was es gibt heute. Hier ist sogar noch das Schild dafür. Der Start war hier, direkt oberhalb des Schlosses, bei der Kreuzung zur Biersiedersteige. Und dann muss man jetzt erstmal diesen Forstweg hier hochfahren, ein ganzes Stück. Muss ich mal schauen, wie ich das zusammenschneide noch, ja, damit es nicht zu langweilig wird. Ich denke, Forstweg fahren ist jetzt nicht so spannend. Also schauen wir mal. Hier wäre gleich mal der erste Trail gewesen, den man hätte nehmen können, bergauf. Aber wir fahren geradeaus weiter den Forstweg. So, der erste Trail, der hochgeht. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie er heißt. Also so stellte ich mir eher ein Mountainbike-Rennen bergauf vor und nicht irgendwelche Forstwege hochschrubben. So, da sind wir hochgekommen und der ist sogar offiziell der Trail. Deswegen wahrscheinlich. Wir fahren jetzt runter bis zur Himmelsleiter und dürfen dann die Himmelsleiter hochtragen. Ein Stückchen. Na dann. So. Ja, geil. Wie man an den Pfeilen hier sieht, da hoch mit dem Bike. So, da ist jetzt das E-Bike natürlich ein riesen Nachteil, wenn ich hier 25 Kilo hochwuchten darf. Einmal 25 Kilo bitte! Aua! Aua! Alter! Großer Spaß! Ja, das war der Heidelberg Xtreme Marathon hier für Mountainbikes. Also hier ist definitiv keiner hochgefahren. Alter, was ein Scheiß. Wenigstens ist das nur ein kurzes Stück hier. Juhu.
Hallo. Leck mich am Arsch. Also schon Respekt, wie hier einfach mit maximalem Puls die ganze Zeit hochkommt. Und das Stück ist jetzt auch nicht ohne, es ist relativ steil. Also die Aussicht ist ja schon sehr schön. Im Rennen hat man dafür dann natürlich keine Zeit. Also wir kommen jetzt zum Wilderaskreuz. Es sind die Treppen da, aber die Treppen sind Gott sei Dank nur am Einstieg hier. Das heißt, hier muss man auf jeden Fall hochtragen, hochschieben und dann einen sehr steilen, engen Trail hochfahren. Das ist definitiv nochmal so eine Stelle, wo keiner hochfahren kann, egal wie gut er ist. Und hier anfahren ist auch nicht so ohne. Ja, mein Gang ist schon fast zu hoch. Da freut sich der Motor. So, schöne enge Spitzkehre, bergauf. Und am Samstag, als das Rennen war, hat es teilweise auch noch geregnet. Ich weiß nicht, ob hier es schon nass war. Wenn ja, dann okay. Noch eine Spitzkehre. Das war der erste Abschnitt. Der zweite Abschnitt ist nochmal mit einer Treppe. Wahrscheinlich auch ohne Möglichkeit hier hoch zu fahren. Vielleicht haben es manche hingekriegt. Ich nicht. Und jetzt wird es auch noch sogar noch ein bisschen wutzelig. Hier ist das Wilderaskreuz. Summ, summ, summ. So, das war der Trail. Jetzt geht es erstmal wieder am Forstweg ein Stückchen entlang. Und dann zwei Trails hoch nochmal. Hier nochmal ein schöner Ausblick. Hier ist der Trail hoch. Ja, hier hoch. Das ist wieder ein offizieller Trail. Die Pfeile hier sind vom normalen Marathon, nicht vom Extreme. Der Trail ist auch nicht ohne. Wobei das Stück da unten schlimmer ist. Der hier ist ziemlich steil. Der unten ist extrem steinig, der ist zum Hochfahren richtig scheiße.
Schaltung zickt. Wie ich vorhin gesagt habe, der Trail unten ist steinig. Das ist jetzt kein Vergleich dazu. Den Trail haben wir hinter uns. Wir fahren nicht gleich wieder hier hoch, sondern ein Stückchen runter und dann links hoch. Das ist sogar auch offiziell verrückt, habe ich nie bemerkt. Der Rodelweg Trail hier. Schon ziemlich dunkel hier. Ah, Mann. Hier kreuzt der Dark Rock oder Dark Stones. Name ist Programm. So, das ist der Rodelweg hier. Wir sind gleich oben. So, sind oben. Runter geht es dann gleich die Flowline, den Tanzzipfel Trail. Und hier hatte man anscheinend die Möglichkeit, seine Knieschoner und so weiter anzuziehen. Ich weiß nicht, ob die Zeit gestoppt wurde oder nicht, keine Ahnung. Aber das mache ich jetzt auch. Okay, jetzt den Tanzzipfel Trail und die Flowline.
Ich weiß nicht, ob hier offen war oder ob sie hier sich durchfädeln mussten weiterhin. Ich weiß nicht, wie sie abgesteckt hatten. Hier könnte man nämlich eine Abkürzung nehmen. Wahrscheinlich haben sie nicht freigegeben. Wow! Und der verlässt mir schon wieder die Kraft. Selbst mit E-Bike hätte ich hier keine Chance gehabt, so viele Pausen wie ich machen muss. So, das ist jetzt der direkt rechts Flowtrail, unteres Stück. Super, ich bin die Kurve verkackt. Das ist aber relativ eng, der Einstieg. Bin gespannt, welche Strecke sie hier gesteckt hatten. Hier unten rum wäre eigentlich ein bisschen schneller gewesen. Long.
Oh, hier ist sogar noch getaped ein bisschen, warum auch immer hier. Damit sich keiner runterschleicht oder wie. Zu langsam. Den hat schon extreme Steine raus inzwischen. Also wirklich flohig ist es nicht mehr. Das ist ein Anlieger, ja, aber die Steine sind schon sehr nervig. Ich hoffe, das war richtig. So, jetzt geht es ein Stück Forstweg, ein Stück Straße und dann nochmal ein Trail. Dann ist es auch schon vorbei. Ja. Noch ein Stück hoch vorher. Nach vorne rein. Spitzkehre. Muss man aber nicht umsetzen, war gerade unnötig. Hier den Forstweg runter auf die Straße und wieder ein Stückchen hoch. Im Abschluss nochmal so ein schöner Bergaufsprint. Irgendwo hier war das Ziel dann. Jetzt sind wir wieder beim Anfang.